Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Dienstag und ich habe heute frei, deswegen dachte ich mir, es ist der perfekte Zeitpunkt, um einen Vlog zu beginnen. Jetzt gab es ja schon länger keinen mehr, aber diese Woche will ich euch mitnehmen. Morgen habe ich nämlich auch noch frei. Ich muss nämlich einige Dinge erledigen, auch einiges für YouTube machen und deshalb habe ich mir mal 2 Tage freigenommen. Und es ist schon Mittag und ich koche gerade Soja-Gulasch, also veganes Gulasch mit Sojaschnetzel, denn ich möchte Reste aufbrauchen. Ich habe nämlich bei Wiener Kind, heißt sie, auf Instagram gesehen, dass sie so eine Reste-Verwerten-Challenge macht, beziehungsweise Vorräte aufbrauchen. Es ist zwar gut, wenn man Vorräte zu Hause hat, aber man kauft sich einfach manchmal irgendwelche Dinge, so wie irgendwelche Körner, Buchweizen und so weiter für ein Gericht und dann braucht man es nie wieder und irgendwann werden die Dinge halt auch schlecht. Und bei mir ist es auch so bei Sojaschnetzel, zumindest bei den groben, denn die feinen sind super, die brauche ich echt recht oft. Aber die groben irgendwie, keine Ahnung, die bleiben bei mir liegen und deswegen mache ich jetzt Gulasch. Das sind die Sojaschnetzel. Ich habe einen Teil schon eingeweicht und ich habe aber noch ganz, ganz viele. Also ich habe mal so einen Riesenpack gekauft und jetzt, das ist ein kleiner Teil davon. Es wird jetzt öfter was mit Sojaschnetzel geben. Ansonsten werde ich heute noch zum Secondhand-Laden gehen, bei dem ich hin und wieder aushelfe. Und da werde ich ein paar Kleidungsstücke hinbringen und auch ein paar Fotos machen für die Social-Media-Kanäle von denen. Und ja, dann nehme ich euch mit. Ich glaube, das interessiert immer viele von euch. Und zwar ein bisschen behind the scenes im Secondhand-Laden. Und was mache ich sonst noch? Ja, mein Video für Sonntag schneiden und ein paar Instagram-Reels schneiden und so weiter. Also ich habe schon einiges heute gemacht und jetzt werde ich mal essen. Und dann kommt immer die Müdigkeit nach dem Essen, aber die möchte ich heute ignorieren. Und meine Kleidung sortieren, die ich hinbringen muss und schauen, was noch schön ist. Ja, weil da werden natürlich nur schöne Dinge genommen. Und während dem Kochen schaue ich den neuesten Vlog von Daily Vanilla. Ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox. Mag ich sehr, sehr gern. Das Gulasch ist jetzt fertig und ich habe schon gekostet und es ist nicht schlecht, aber ich finde Kartoffelgulasch ist auch gut, also ohne dieses Sojaschnetzel. Falls ihr sehr gute Rezepte mit Sojaschnetzel, also mit den groben Sojaschnetzel kennt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare, ich bräuchte welche. Was ich euch noch nicht erzählt habe, ich war letzte Woche in einem Podcast zu hören, beziehungsweise im Radio, nämlich bei Deutschlandfunk Nova. Und da haben wir über das Thema, ist Nachhaltigkeit sinnlos, gesprochen. Also auch über dieses Video, was ich dazu mal gemacht habe. Ich verlinke euch den Podcast in der Infobox. Also es wurde zuerst im Radio veröffentlicht und dann als Podcast. Man kann es über Spotify hören, aber auch über deren Website. Also ihr braucht nicht zwingend Spotify dafür. Ich verlinke euch das in der Infobox, wenn euch das interessiert. Und das ist mein erster Podcast, in dem ich zu hören war. War richtig cool und ich habe mich deutlich seltener versprochen, als ich dachte. Also sie haben es noch geschnitten, es war nicht live, aber ich glaube, sie haben nur eine Szene rausgeschnitten und ansonsten nichts. Also war richtig cool und war ein cooles Gespräch. Prinzipiell würde ich auch gern regelmäßig in einem Podcast was machen. Also vielleicht selbst einen haben, aber das mache ich nicht, weil ich habe ohnehin zu wenig Zeit gefühlt für alles. Und noch eine Arbeit mehr würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Aber irgendwann, vielleicht in der Zukunft, wäre es mal cool. Wie immer nach dem Mittagessen gibt es mal eine Tasse Kaffee und ein Stück Schokolade. Ich bin ja zurzeit wieder so in dem Get-Fit-Mood, gell? Deshalb gibt es nicht so oft Süßes, aber das ist eine Zartbitterschokolade, das kann ich verkraften. Und meine Tasse, sehe ich gerade, ist auch super ästhetisch, denn ich verwende immer die gleiche Kaffeetasse den ganzen Tag. Deswegen sieht es etwas eklig aus, aber who cares. Jedenfalls habe ich hier meine To-Do-Liste und werde jetzt mal schauen, was ich schon abhaken kann.
Videorohschnitt habe ich gemacht. Ich schreibe das übrigens immer auf solche Schmierzettel drauf, also da stehen schon andere Dinge auch drauf. Rohschnitt habe ich gemacht. Try-on-Szenenfilmen habe ich gemacht. Ich habe ein Video mit Stilfinden, dem Thema Stilfinden gemacht. Und die Kooperation habe ich auch gefilmt. Sessel reinigen. Ich habe einen Stuhl im Esszimmer, wo ich gerne den Polster reinigen möchte. Das muss ich noch machen. Und eventuell will ich das auch filmen. Mal schauen, wenn es einen krassen Vorher-Nach-Effekt gibt. Ja, das ist vielleicht ganz cool. Und Secondhand-Shop-Kleidung abgeben, das mache ich auch noch. Und eventuell noch ein Reel schneiden, ist aber nicht Muss. Das möchte ich heute noch machen und Video eigentlich noch weiterschneiden. Meine Online-Signatur beantragen, weil irgendwie funktioniert die nicht mehr. Schreibt ihr euch auch To-Do-Listen? Ich weiß nicht, irgendwie, manchmal habe ich da echt Lust dazu. Beziehungsweise, ich vergesse dann die Dinge weniger schnell. Also ansonsten passiert es mir gern, dass ich Dinge vergesse. Man sagt ja auch immer, alles, was man aufschreiben kann, sollte man aufschreiben, weil dann belastet das einen nicht so sehr, weil man es eh auf dem Zettel stehen hat und sich nicht merken muss. Also das ist wirklich ein guter Tipp. Vor allem, wenn einem irgendeine super krasse Idee einfällt, zum Beispiel bei mir Videoideen oder so, und man sich denkt, oh, das merke ich mir bestimmt, weil das ist so eine wichtige und coole Idee, die merke ich mir sicher. Guess what? Man merkt sie sich oft nicht und vergisst und dann denkt man sich, scheiße, warum habe ich es nicht aufgeschrieben? Also schreibt Dinge auf. Nächster Punkt auf meiner To-Do-Liste ist abgehakt. Ich habe meinen Stuhl gereinigt bzw. habe damit begonnen. Und das Ganze für TikTok gefilmt. Falls ihr das sehen möchtet, folgt mir auf TikTok. Alles ist in der Infobox verlinkt. Da kommen hin und wieder irgendwelche random Videos. Aber ich bin gespannt, ob das hilft. Der war richtig fleckig, der Stuhl. Ich blende euch irgendwas vorher ein, wie der vorher ausgesehen hat. Beziehungsweise nein, schaut es euch auf TikTok an. Das sind so richtig beschissene Stühle eigentlich, also die sind von Ikea und haben halt so einen Stoffbezug, den man nicht runtergeben kann. Und deswegen sind da überall so schöne Flecken. Yay. Und es ist auch ein ziemlicher Mist am Boden entstanden, den ich jetzt auch noch beseitigen darf. Aber ich sollte sowieso mal staubsaugen. Ich habe jetzt noch was abgehakt von meiner To-Do-Liste, nämlich habe ich diese Handysignatur, ich glaube, ich habe vorhin Online-Signatur gesagt, abgehakt. Also die habe ich jetzt beantragt, weil da irgendwie mein Passwort gesperrt war. Und da hinten liegt schon ein Haufen Kleidung, den ich über die letzten Monate ausgemistet habe. Und alles, was ich jetzt nicht verkauft habe, kommt zum Secondhand-Laden. Beziehungsweise muss ich nochmal durchschauen, was genau zum Secondhand-Laden kommt und was aber nicht mehr so schön ist und nicht zum Secondhand-Laden kann. Und das werde ich jetzt sortieren und dann zum Laden fahren. Das bringe ich jetzt alles zum Secondhand-Laden. Da ist noch ein bisschen so Krimskrams drin und das ist alles Kleidung. Und weil ich ein paar Fotos machen möchte, habe ich einfach ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Jeans angezogen. Da passt alles dazu und irgendwie steht ihr schief. Auf jeden Fall werde ich das jetzt ins Auto räumen und dann fahren. Und euch nehme ich natürlich mit. Ich bin jetzt im Secondhand-Laden angekommen und ich werde mal meine Kleidung verräumen, also in den Regalen und Kleiderständern, und dann zeige ich euch ein bisschen was. Look at this. Mit Rock sogar. Aber ich finde den Blazer cool. Diese Lederjacke ist auch cool. Komplett in Gold. Und es steht sogar Laura drauf. Sehr cool. Der ist auch sehr schön. Von Vero Moda. Nice.
Ich habe es ja schon öfter erwähnt, dass dieser Shop ehrenamtlich betrieben wird und ich helfe da manchmal aus. Ich bin da durch Zufall irgendwie dazu gekommen. Also ich habe einfach gefragt, ob sie wen brauchen, der ihnen hilft. Und jetzt helfe ich da so meistens nur einmal im Monat, aber auch so ein bisschen hinter den Kulissen eher zum Fotografieren und so. Und der Laden lebt eigentlich von Spenden, also von Kleiderspenden, und alles, was noch schön ist, wird angenommen und verkauft. Und ja, also es gibt immer richtig coole Dinge, und dadurch, dass das Ganze auf Spenden beruht, kann der Laden auch sehr, sehr günstig sein, was auch richtig cool ist. Also die Preise sind alles Einheitspreise eigentlich, und jede Jacke kostet zum Beispiel 10 Euro, egal welche Marke. Daher habe ich auch meinen Burberry-Mantel so günstig damals bekommen. Prinzipiell mag ich es auch lieber in Secondhand-Läden zu kaufen, als online Secondhand zu shoppen, weil ich mir da sicher sein kann, dass die Kleidung auch passt. Und das ist ein klarer Vorteil, finde ich, weil es ist eher selten, dass mir Kleidung passt, die ich online bestelle, zumindest Secondhand-Kleidung, und die kann ich ja dann auch nicht zurückschicken. Es gibt einfach eben so viele wunderschöne Tücher in Secondhand-Läden, aber irgendwie benutze ich nie Tücher. Deshalb, ja, weiß ich nicht, was ich damit machen sollte. Irgendwie kann ich mir das nicht in die Haare binden. Ich weiß nicht, das hält erstens nicht, und zweitens fühle ich mich meistens damit unwohl, obwohl ich es bei anderen echt cool finde. Aber ja, tragt ihr Tücher, schreibt es mal in die Kommentare. Und ich liebe ja auch solche Kristallgläser. Also wenn ich mal Weingläser kaufen sollte, neue, dann unbedingt irgendwelche so alte mit Kristallschliff, weil irgendwie finde ich, dass das einfach Charme hat und dass es echt cool aussieht. Die zum Beispiel, die gefallen mir schon gut. Die sind echt cool. Ja, kosten 1 Euro. Also vielleicht. Das ist übrigens mein super professionelles Stativ, mit dem ich gerade Fotos gemacht habe. Eine Box, auf der irgendein Porzellanding steht und meine Kamera. Und ich habe gerade den perfekten Blazer gefunden. Ich glaube, ich muss den mitnehmen. Ich wollte schon länger einen etwas oversized Blazer, weil meine anderen beiden etwas eng sind, so unter den Achseln und so. Und das ist immer etwas unangenehm, und der ist so eher so flowy. So sieht er aus. Ich muss natürlich auch bezahlen, also ich kriege auch nichts gratis, weil, wie gesagt, alles ehrenamtlich und alles basiert auf Spenden. Ja, aber ich glaube, der kostet 7 Euro, finde ich voll gerechtfertigt und einen super Preis. Aber ich werde ihn mir nochmal anschauen, aber ich glaube, der fühlt sich richtig gut an, und ich glaube, den werde ich mitnehmen. Und ich mag die Farbe richtig, also es ist dunkelblau und nicht schwarz, gefällt mir sehr gut. Ich bin mittlerweile zurück und sitze auch schon auf meiner Sportmatte, weil ich jetzt dann Sport machen werde. Also ich werde, glaube ich, heute nur Yoga machen, denn ich habe doch ziemlich Muskelkater von den letzten Tagen, muss ich sagen. Und ich glaube, ich brauche mal eine Runde Yoga. Vielleicht ein bisschen Pilates dazu. Das ist irgendwie auch mein neues Ding. Pilates ist richtig gut, finde ich, und geht auch richtig in die Muskeln. Zumindest fühlt es sich so an. Ich habe vorhin nochmal das Gulasch gekostet und muss sagen, dass es jetzt besser ist. Also Gulasch wird wirklich besser, wenn man es länger stehen lässt. Und jetzt schmeckt es richtig gut. Ich muss, glaube ich, mein Resümee von vorher nochmal überarbeiten. Also es ist wirklich gut, kann man ruhig mal machen. Also probiert das gerne mal aus. Ich verlinke euch das Rezept. Da ist ganz viel drin, auch Tomatensauce und so. Was ich mir nicht gedacht hätte bei Gulasch, aber vielleicht ist auch immer Tomatensauce drin. I don't know, ich habe gedacht, es ist keine drin. Jedenfalls war es sehr gut. Im Secondhand-Laden habe ich dann doch einige Zeit verbracht, ich glaube fast 2 Stunden, und habe Dinge anprobiert, fotografiert und meine Kleidung hingebracht und gleich verräumt. Und den Blazer, den zeige ich euch nochmal, den habe ich jetzt mitgenommen. Ja, irgendwie bin ich etwas müde. Ich habe aber auch viel gemacht heute. Ich bin nicht komplett fertig geworden mit allen, also mein Video ist noch nicht fertig für Sonntag, aber das macht nichts, ich habe morgen ja auch noch frei und das werde ich dann, glaube ich, morgen machen, aber jetzt gibt es mal eine Runde Sport. Ich glaube, ich habe das Richtige gefunden, nämlich ein Yoga-Pilates-Workout von Move with Nicole. Das werde ich jetzt machen. Wie spät ist es eigentlich? 20 vor 7, gut, es ist 20 vor 7, das mache ich, dann bin ich um 10 nach 7 fertig und dann passt es genau nachher zum Essen, weil ich habe eigentlich schon richtig Hunger.
und immer zuerst Gefällt mir drücken. Das könnt ihr übrigens auch gern bei meinem Video machen. Ja. Ich bin fertig mit Sport und das war ein richtig cooles Workout. Also nicht zu anstrengend, aber doch anstrengend. Irgendwie entspannend und anstrengend zugleich. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich verlinke euch das in der Infobox. Und für mich gibt es jetzt Abendessen. Christian ist nicht da, deswegen schaue ich gerade einen Vlog bzw. ein What I Eat in a Day von Fit Green Mind. Die liebe ich ja sehr. Ich habe das schon mal in einem Vlog erwähnt, dass ich ihre Rezepte einfach zurzeit suchte, weil sie einfach so gute Rezepte kocht. Ich kenne keinen Kanal oder keine Foodbloggerin, bei der jedes Gericht schmeckt. Und sie ist vegan und richtig gut. Und mein Gulasch esse ich jetzt weiter. Also bei mir ist es meistens so, wenn ich irgendwas zu Mittag koche und am nächsten Tag nicht irgendwas in die Arbeit mitnehmen möchte, weil ich morgen frei habe, dann gibt es am Abend immer das Gleiche. Also sehr unspektakulär, aber es schmeckt und das gibt's jetzt zum Abendessen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und ich mache mir gerade Selleriesaft. Super gesund, es ist noch Vormittag und ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich arbeite gerade an einem Video, dem für Sonntag immer noch, und mache mir jetzt einen Selleriesaft, weil ich so langsam Hunger habe. Aber es ist halt schon 10 und wenn ich jetzt esse, habe ich zu Mittag keinen Hunger. Und ich habe aber keine Zeit, dass ich später esse, weil ich dann wohin muss. Ich muss mir das ein bisschen einteilen und deswegen gibt es jetzt nochmal einen Selleriesaft. Vielleicht esse ich auch noch einen Toast oder so. Das wäre gut. Ich glaube, ein Toastbrot wäre noch gut. Ja, jedenfalls sind da Selleriestangen drin, die schon unbedingt weggehören. Ein Apfel, ein bisschen Wasser und eine ausgepresste Mandarine sowie ein bisschen Traubenkernöl, weil ich das daheim hatte. Und das mixe ich jetzt und dann gebe ich es durch ein Sieb und dann habe ich Selleriesaft ohne Entsafter. Also es funktioniert auch so. Und die trockene Masse bleibt dann übrig und natürlich könnte man bestimmt was daraus machen, aber ich werfe die weg. Und es ist auch gesünder, wenn man das mittrinkt, aber ja, dann wird mir eventuell schlecht davon, weil das so eine bröckelige Konsistenz hat. Ja, ich presse das noch fertig aus und dann trinke ich den. Der Saft ist fertig und das Tuch, das wasche ich immer nur, sieht ein bisschen eklig aus, weil da der grüne Fleck noch drauf ist. Ich muss das nochmal gut waschen, aber der Fleck geht nicht raus, weil ich das immer für das verwende. Aber so ist es und das ist einfach die einfachste Methode, um so einen Saft zu machen. Ohne Entsafter, weil man wäscht dann einfach das Tuch aus. Und ich glaube, das ist weniger Aufwand, als einen Entsafter zu reinigen, weil das ist echt immer sehr viel Aufwand. Also hört man zumindest immer. Und so brauche ich keinen Entsafter für diese 5-mal im Jahr, wo ich einen bräuchte. Und nehme einfach dieses Baumwolltuch und ich wasche das immer mit der Hand aus, weil ich nicht möchte, dass da Waschmittel drin ist, weil da sind dann doch immer noch Rückstände drin. Und wenn ich es mal mit der Waschmaschine wasche, dann wasche ich es vorher nochmal heiß mit der Hand aus, damit da eben keine Waschmittelreste drin sind. Und jetzt trinke ich meinen guten Saft. Ist tatsächlich gut. Also wenn man Apfel oder auch Orangensaft oder so reingibt, dann ist das auch genießbar und schmeckt nicht richtig eklig. Und ich finde, es schaut auch gut aus. Und dann werde ich weiterarbeiten. Und am Nachmittag fahre ich dann zu meinem Papa. Und morgen geht es wieder ab ins Büro. Und am Freitag gehen wir zu einem Konzert. Auf das freue ich mich schon sehr. Guten Morgen, es ist Freitag und ich habe schon meinen Kaffee in der Hand und werde jetzt dann frühstücken. Ich bin heute im Homeoffice und am Abend gehen wir zu einem Konzert. Ich freue mich schon richtig, zu so einem
was ist denn das, Drum and Bass Elektro-Konzert und das wird richtig cool, habe ich eigentlich reingezoomt? Ja, gut, so konntet ihr mich vom Namen betrachten. Wer möchte das nicht? Jedenfalls frühstück ich jetzt mal. Es gibt Porridge mit, da sind noch Bananen mit drin und Hafermilch und dann solche Schokotrops ohne Zucker. Das ist immer richtig geil, wenn das da so schmilzt. Birne, Zimt und Leinsamen und das lasse ich mir schmecken. Willkommen im Badezimmer. Sorry für den Lüfter, den kann ich leider nicht ausschalten, aber ich glaube, ihr hört mich trotzdem. Ich habe jetzt begonnen mit Skin Cycling. Habt ihr davon schon mal was gehört? Das habe ich letztens halt auf TikTok gesehen und das ist Sonnencreme. Und Skin Cycling, da macht man 4 Tage lang eine Hautpflegeroutine, die man dann immer wieder wiederholt. Also nach den 4 Tagen beginnt sie wieder von vorne. Und da gibt es 4 Steps, die mehr oder weniger unterschiedlich sind. Und da beginnt man mit einem, wie nennt man das? Fruchtsäurepeeling, das hatte ich vorher noch nie, das habe ich mir jetzt neu geholt. Und das trägt man auf. Das ist kein Peeling in einer herkömmlichen Art, sondern das sind einfach so Tropfen, also so ein Serum, was man aufs Gesicht gibt. Dann Feuchtigkeitspflege drauf, das ist Tag 1. Dann danach gibt man so ein Retinol-Serum drauf, das hatte ich schon mal, das habe ich mir jetzt nachher gekauft. Und auch wieder Feuchtigkeitspflege. Und an Tag 3 und 4 kommt dann entweder Hyaluron oder Niacinamid, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das habe ich von The Ordinary, das habe ich schon ewig und finde ich auch gut. Und Feuchtigkeitspflege rauf, also Tag 3 und 4. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Und das soll angeblich die Haut schön und jung und straff halten. Und da ich nächstes Jahr 30 werde, muss ich das jetzt unbedingt machen. Nein, ich verwende diese Dinge so in einer ähnlichen Kombi schon länger, aber ich habe es einfach immer dann raufgegeben, wann ich es für richtig empfunden habe. Und ich hatte da nicht so wirklich eine Abfolge, die so über Tage sich immer wieder wiederholt, sondern ich habe eigentlich immer das Gleiche raufgegeben, dann mal wieder nichts und so weiter. Ja, und jetzt will ich das probieren. Ich bin gespannt, ob es hilft. Aber prinzipiell muss ich sagen, dass solche Serien mir recht gut helfen. Also, dass meine Haut reinbleibt, weil ich hatte zwischendurch mal mehr Unreinheiten. Das ist jetzt aber ziemlich weg, was aber auch nicht zuletzt an den Haut-Haare-Nägel-Komplex, glaube ich, liegt, das ich verwende. Also, ich habe ja von InnoNature keine Werbung jetzt an dieser Stelle, aber das Haut-Haare-Nägel-Komplex. Und das hilft mir, glaube ich, auch ganz gut. Also seitdem ich das nehme, hatte ich, glaube ich, keinen einzigen Pickel, kann das sein? Doch, da hatte ich einen kleinen, aber sonst, nein. Also, das hat geholfen. Aber das kommt natürlich immer auf den Hauttyp drauf an. Und ich hole mir meine Infos eigentlich hauptsächlich von X Skincare auf Instagram. Der ist super, der kennt sich da richtig gut aus mit den ganzen Wirkstoffen und so, weil das ist ja so richtig viel und eine neue Welt, in die man eintaucht. Aber ich finde das ganz cool, weil die Dinge alle ohne Geruch sind, also ohne Parfum. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn auf meinem Gesicht viel Parfum drauf ist. Ja, ich werde mich jetzt schminken und fertig machen. Und was ich natürlich auch jeden Tag drauf gebe, ist, wo ist sie? Sonnencreme. Da habe ich ganz einfach die von Nivea. Aber die hilft voll gut und das ist so eine eigene mattierende Gesichtssonnencreme und ich finde, das sieht man dann auch nicht so glänzend aus wie bei anderen Sonnencremes. Ich bin
jetzt fertig mit Arbeit für heute und werde mich jetzt dann fertig machen für die Party heute Nacht. Und ich freue mich schon richtig, also für das Konzert und dann gibt es noch Party. Ja, jedenfalls glaube ich, der Vlog ist schon recht lang, deshalb werde ich den jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen, wie immer, dann gebt gern einen Daumen nach oben und hinterlasst auch einen Kommentar oder ein Abo, wenn euch solche Videos interessieren. Was? Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber lasst doch trotzdem gerne ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao! Thank you.